aber es ist einfach München. Ich bin Münchnerin, ich bin in München geboren. Da ist meine Familie, da sind meine Freunde, da ist mein Herz. Ich komme daher und da sind meine Wurzeln und ich fühle mich in München eigentlich am wohlsten. Egal ob im Sommer, im Herbst, im Frühling oder im Winter. München ist wunderschön, es ist nah in die Berge, es ist nah ans Wasser. Und deshalb ist für mich München so der Ort, an dem ich mich am wohlsten fühle. Natürlich müsste ich jetzt sagen Schlittschuhe. Aber ich glaube, dass mir tatsächlich Schlittschuhe dann auf einer einsamen Insel nicht so viel bringen. Weil ich eine Frostbeule bin, was für mich echt schwierig ist mit dem Eis. Auf jeden Fall eine Decke. Also mir ist immer kalt, ich friere immer. Sogar im Hochsommer habe ich immer einen Schal dabei. Also eine Decke, gute Musik und eine Sonnenbrille. Ich war bisher erst auf Malle und Rügen. Ich würde aber tatsächlich sagen Mallorca, weil Mallorca habe ich einfach super schöne Erinnerungen dran. Wir sind da ganz oft mit Freunden. Ich hatte dieses Jahr Junggesellenabschiede auf Mallorca. Also wenn ich so daran denke, muss ich schon schmunzeln. Also ich glaube tatsächlich Mallorca. Ich finde Mykonos zum Beispiel total toll. Oder da würde ich auch gerne mal hin. Da war ich noch nie. Wie heißt die Insel mit dem schwarzen Strand? Auch in Santorini. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mich da auch total wohlfühle, weil es ist eine kleine, feine Insel, alles in weiß gehalten. Da würde ich gerne mal hin, aber ansonsten würde ich sagen Mykonos. Also bei Holiday on Ice Atlantis würde ich erstmal alle Kostüme anprobieren. Ich hatte letztes Jahr die Möglichkeit, konnte ich mich ein paar Mal durchprobieren für ein paar Fotos und so. Und wir haben ja echt, also richtig geile Kostüme. Wir haben wirklich ganz, ganz tolle Kostümbildner. Dieses Jahr haben Shane und ich auch ein neues Kostüm bekommen. Eins ist rosa, eins ist gelb. Ich trage das Gelbe. Und da muss ich wirklich sagen, die machen so einen fabelhaften Job. Also wirklich inspiriert von Alexander McQueen. Also es ist wirklich Haute Couture, was wir da hängen haben. Und ich glaube, das ist halt einfach auch so ein Mädchentraum, sich da einmal komplett durchzuprobieren. Also das wäre mein größter Wunsch, weil man fühlt sich da echt wie eine Prinzessin. Alle Kostüme sind mit Steinchen besetzt, Federn, feine Stoffe. Und im echten Atlantis, mir wurde lustigerweise auch schon öfter die Frage gestellt, ob ich mich eher über Wasser oder unter Wasser wohlfühlen würde. Ich glaube tatsächlich, dass ich eher unter Wasser bin. Weil über Wasser ist zwar sehr prunkvoll und alles, aber unter Wasser geht es ums Überleben und das bin eher ich, also der Kampf. Und deshalb würde ich gerne im echten Atlantis halt unter Wasser leben, um zu sehen, wie sich die Stadt entwickelt.